und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Video habe ich mir vorgenommen, meinen Honda Civic EG3 komplett neu zu lackieren. Und zwar genau hier in meiner Garage. Gleich zu Beginn möchte ich noch sagen, das wird definitiv eine Low-Budget-Lackierung. Also bitte keine Profi-Arbeit erwarten. Was aber nicht heißt, dass ich nicht versuche, hier mit geringen Mitteln das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Ich möchte einfach zeigen, dass man auch in seiner Garage daheim ein Auto lackieren kann. Idealerweise sieht das Ding dann einigermaßen akzeptabel aus. Ob das funktioniert, seht ihr am Ende des Videos. Wir ziehen alles jetzt hier in einem Video durch. Ich beginne auch direkt mit den unschönen Stellen hier. Wir haben ein paar Rostblasen, die muss ich mal blank machen, gucken, was da drunter ist. Ich hoffe, es ist nicht durch, denn der Radlauf generell ist hier schon recht angefressen. Außerdem liegt hier schon mein Werkzeug parat, denn ich versuche ebenfalls die Kanten noch umzuklopfen, denn nach wie vor möchte ich diesen Wagen etwas tiefer legen, wie er aktuell schon ist. Und damit wir dann keine Probleme mit den breiten Felgen kriegen, versuche ich das natürlich vor dem Lackieren noch möglichst schön hier einmal umzuklappen, damit es dann im lackierten Zustand in der richtigen Tiefe auch alles funktioniert. Okay, es ging besser, wie ich dachte. Trotzdem ist es sehr anstrengend. Mir ist jetzt schon warm und ich bin gerade mal seit einer halben Stunde hier dran. Aber jetzt mal der Grund, warum man sowas vor dem Lackieren machen soll. Ihr habt es gesehen, ich habe hier mit diesem Klotz gegengehalten von hier. Einfach damit ich beim Klopfen der Innenkante nicht den ganzen Radlauf raushol. Immer gut dagegen drücken. Dadurch zerkratzt ihr euch zwar den Lack, aber es bleibt trotzdem einigermaßen gerade hier. Also wenn ich hier mit dem Daumen drüber gehe, ich spüre hier eine kleine Huppel. Und hier auch, aber sonst ist das absolut akzeptabel. Nichts, was ein bisschen Spachtelmasse und Schleifpapier nicht regeln könnte. Aber die Kante, sie liegt sauber drin. Da haben wir uns bestimmt nochmal 1,5 cm Platz gemacht für die breiten Felgen. Ich bleibe aber gleich hier hinten rechts bei diesem Problemkind, denn wir haben jetzt zwar die Kante gelegt, das werde ich jetzt einmal hier schnell anschleifen mit 3,20er Schleifpapier. Und dann haben wir hier auch noch das Blech, welches vom Vorbesitzer eingesetzt wurde. Ich habe mich dazu entschieden, das jetzt nicht rauszutrennen und neu zu machen, sondern ich werde das einfach nochmal komplett blank machen, das heißt den ganzen Rost entfernen, dann das einmal schön abkitten, damit ich auch das hier dann ein bisschen verspachteln kann. Es wird nicht 100% glatt, weil es wurde halt aufgesetzt, ne? Nicht auf Stoß geschweißt, aber ich versuche das so ein bisschen zu kaschieren. Gleichzeitig versuche ich hier den Radlauf wieder ein bisschen glatt zu bekommen. Durchs Klopfen habe ich doch hier ein paar Kanten drin. Das ist der nächste Schritt. Dann mache ich das nach und nach bei allen 4 Radläufen, dass die vorbereitet sind, bevor es dann weitergeht mit dem Schleifen vom eigentlichen Lack. Kurze Planänderung. Das Sorgenkind ist wieder freigelegt, wie ihr seht. Denn manche fragen sich wahrscheinlich auch, wo Chris die letzten Videos war. Er war ja nicht so viel zu sehen. Es liegt einfach daran, Chris war ziemlich angeschlagen die letzte Zeit, war viel daheim, hat sich auskuriert. Ihm geht es mittlerweile wieder besser. Ab nächsten Wochenende ist er wieder am Start. Und auch heute bei meiner Do-It-Yourself-Lackierung hier allein in der Halle ist er natürlich über WhatsApp mit seinen Ratschlägen am Start. Und als ich ihm gerade ein Bild geschickt habe von dieser abgekitteten Stelle, hat er mich gefragt, was eigentlich mein fucking Plan ist. Ich habe ihm mitgeteilt, dass ich das gerne dann noch verspachteln würde. Ja, blöd ist, dass er mir nur mitgeteilt hat, dass man über Kit nicht spachteln kann. Also Kit wieder runter. Es muss ein anderer Plan her. Ich überlege jetzt, ob ich das hier nur mit der Spachtelmasse versuche, irgendwie ja zu verblenden, denn ganz so lassen kann und will ich eigentlich nicht. Okay, Schlachtplan. Ich werde erst mit diesem Aluspachtel einmal versuchen, eine gerade Fläche zu spachteln. Lasse ich den trocknen, verschleife den und dann gehe ich mit diesem Feinspachtel, mit dem ich gerade die Kotflügel schon gemacht habe, einmal drüber, bisschen großflächiger, versuche das wieder zu verschleifen und guck mir einfach an, wie es aussieht. Ich meine, schlimmer wie so ein eingepunktetes Blech wird es nicht aussehen. Das heißt, einmal Aluspachtel, trocknen, schleifen, Feinspachtel und dann hoffen, dass es gut aussieht. Ich zeige euch die einzelnen Schritte gleich, wenn es soweit ist. Ja, was soll ich sagen? Ich habe jetzt gerade versucht, hier großflächig mit der Alu-Spachtelmasse mal irgendwie eine Form reinzukriegen. Das wird noch richtig Schleifarbeit. Aber ich lasse es mal kurz richtig antrocknen noch. Dann verschleife ich das. Dann vielleicht nochmal Alu-Spachtel, vielleicht auch direkt Feinspachtel, je nachdem, wie weit ich hier schon gekommen bin. Aber lasst euch eins gesagt sein, Schleifen ist nicht geil. Nochmal knapp eine Stunde später. Es sieht jetzt folgendermaßen aus. Ich habe jetzt den Alu-Spachtel hier schon verschliffen. Dafür habe ich so einen Klotz genommen, um einfach eine schöne Fläche hinzubekommen. Und ja, die Grundform ist schon wieder da. Es wird langsam. Hier sind natürlich noch ein paar unschöne Stellen. Dafür
versuche ich jetzt mit dem Feinspachtel nochmal drüber zu gehen, dann nochmal schön auf Fläche schleifen. Dann muss das aber auch gut sein. Ich meine, hier Kotflügel zum Beispiel, die sind echt tipptopp geworden. Wenn das da hinten nur halb so gut wird, dann reicht mir das. Dann können wir endlich mit den nächsten Schritten weitermachen, denn das frisst gerade echt extrem Zeit, um ehrlich zu sein. Nächster Tag. Ich habe schon eine Stunde hier investiert, um euch jetzt Ergebnisse zu zeigen. Feinspachtel ist drauf und ich bin ehrlich, bisschen stolz bin ich schon, denn nach zwei Schichten und Unmengen Schleifen, man spürt hier keine Unebenheit mehr. Ich habe es geschafft, das hier smooth übergehen zu lassen. Auch hier oben wirklich, also ich bin kein Profi, aber das finde ich, kann man auf jeden Fall so lassen. Ich hau da jetzt noch ein bisschen Grundierung drauf, lass das trocknen und während das trocknet, kümmere ich mich um die Haube. Denn da wartet auch noch ein bisschen Scheißarbeit auf mich. Diese Haube wurde zusammen mit dem rechten Kotflügel mal ausgetauscht. Wahrscheinlich hatte der mal irgendwo einen kleinen Schaden, denn ja, sie ist rot innen. Das möchte ich natürlich nicht lassen, weder rot noch Folie. Deswegen hoffe ich, dass ich diese Folie einigermaßen runterbekomme. Heiße Föhn liegt schon parat. Ich versuche mich und drücke mir selbst die Daumen, dass das jetzt keine stundenlange Friemelarbeit wird, sondern die in großen Stücken abzuziehen ist. Da ist sie also, unsere rote Motorhaube, die ein bisschen gelitten hat, sehe ich gerade. Ganz schön tiefe Kratzer, die hast du halt mit der Folie nicht so extrem gesehen. Beim Lackieren musst du aufpassen, das wird alles zu sehen sein. Ich hoffe, ich kriege das rausgeschliffen, fange deswegen direkt mit der Haube an beim Schleifen. Wir müssen uns ein bisschen ranhalten, denn ich habe eigentlich nur noch 2 Tage Zeit mit dem heutigen Tag. Dann brauchen wir den Platz hier drin wieder für die nächsten Projekte, das nächste Video, wenn Chris wieder am Start ist. Gestern der erste Tag ist komplett für Spachteln draufgegangen. Heute wird noch komplett die Karre geschliffen, dass ich morgen dann alles abdecken kann, die Halle vorbereiten kann und dann nachts lackiere. Es wird knapp, ich nehme euch nach wie vor mit. Schön, dass ihr noch dabei seid. Jetzt geht's zum Schleifen los. Ja, ich wachse langsam aus meinen alten 1er Air Max raus. Sehr viel Zeit gebraucht, um meinen Stärken zu vertrauen. Ich glaub, ich hab mich vielleicht bisschen unter Wert verkauft. Zünd die Scheine an und wärm mich daran auf. Immer noch kein Cent in der Tasche. Aber siehst du, Baby, meine Warteschlange. Keine Tickets an der Abendkasse und im Backstage eine Badewanne zwischen Tiefgaragen. Dachterrassen, Selbstzweifeln und Größenwahn. All den Niederlagen, die mir eines Tages sagen, dass ich einer der Größten war. Das ist mein Sturm auf die Bastille. Der Junge ist on fire, brauchte nur bisschen Benzin. Glaub an alle meine Ziele, seit ich draußen bin im Krieg. Schlafe ein in einer Krise, wache auf in einer Suite. Ja, ich wachse, Baby, du wächst auch. Ich glaub, ich träume, bitte weck mich nicht auf. Hoch über den Wolken, Frühstück im Penthouse. Doch wie klein ist dieser Kosmos, ich hol uns beide hier rein. Es ist der nächste Tag. Herzlich willkommen, schön, dass ihr noch dabei seid. Das, was ihr hier seht, ist fast ein kompletter Tag Arbeit gewesen. Ich meine, das letzte Mal, als ich mit euch gesprochen habe, bis hierher, das waren bestimmt 7 Stunden, die ich gestern noch geschliffen habe. Ganz entspannt für mich hier mit Musik. Hab ein bisschen für euch mitgefilmt. Und wir sind jetzt soweit, dass der komplette Wagen durchgeschliffen ist. Ich habe auch schon die ganzen Ecken und Kanten hier mit der Hand nochmal nachgeschliffen. Das ist übrigens super wichtig, ja. Gerade hier um die Fenster rum und so. Wenn ihr hier nicht ordentlich schleift und da kommt ihr mit der Maschine nicht hin, dann blättert euch ab hier der Lack wieder ab und es sieht scheiße aus. Also Eckenkanten, nervig, aber super wichtig. Ebenfalls nervig. Dachte gestern, geil, ich bin fertig. Und dann fällt mir ein, ein Auto hat ja 2 Stoßstangen. Abfuck. Also die Frontstoßstange und die Heckstoßstange, die hinten liegt, werde ich jetzt noch schleifen. Einmal mit der Maschine, Eckenkanten mit der Hand. Und dann sind wir fertig mit Schleifen. Und es geht darum, hier uns einzurichten fürs Lackieren. Denn es wird in der Werkstatt lackiert, ohne Lackierkabine. Da gibt es ein paar Sachen zu beachten. Und das erkläre ich euch natürlich auch gleich, sobald ich fertig bin mit dem Schleifen. Die Stoßstangen sind jetzt fertig geschliffen. Hier diese Ecken und Kanten, ne? Ich mache das immer ganz gern mit so einem Schwamm hier. Kommt es aber viel besser rein wie mit einem normalen Schleifpapier. Alternativ kann man auch ein rotes Schleifvlies verwenden. Einfach irgendwas, um möglichst smooth da in die Kanten reinzukommen. Jetzt wollte ich als nächstes eigentlich die Halle hier vorbereiten fürs Lackieren. Eine Sache, die habe ich natürlich komplett wieder außer Acht gelassen. Die Karre muss noch komplett abgedeckt werden. Sämtliche Scheiben, die Rückleuchten, die ich nicht rausbekomme, aber auch sowas wie Türgriffe. Das muss alles super penibel abgedeckt werden. Das ist die nächste Aufgabe, die ein paar Stunden dauern kann. Also halte ich mich direkt ran, denn heute wird lackiert. Egal wie spät es wird. Los geht's. Seit 3 Tagen bin ich allein hier in der Halle und plötzlich Full House. Man glaubt es kaum. Mario und Marcel sind gekommen, um was abzuholen. Die helfen mir jetzt gerade hier beim Abdecken vom Subaru. Ich bin ja hier auch noch gerade am Scheiben abkleben. Aber Chris ist vorbeigekommen, denn
diese Pistole, die möchte bedient werden. Von mir, aber damit ich weiß, wie ich die einstelle und wie das genau nochmal funktioniert mit den ganzen Rädchen und so, krieg ich einen Crashkurs. Bist du optimistisch? Und die möchte bitte wieder sauber gemacht werden. Ich verspreche dir. Sonst gibt's Ärger vom Papa. Okay, aber was sagst du? Bist du wird zufrieden? Wird langsam. Okay. Ich sehe schon meine Kündigung hier. Nee, also ich denke, das wird nicht passieren. Naja, also ich werde mir jetzt die Pistole kurz erklären lassen. Parallel werden hier schon die Autos abgedeckt und dann muss ich noch ein bisschen die Scheiben zukleben und dann kann es auch schon losgehen. Krass, was in einer halben Stunde zu viert möglich ist. Das hat mir jetzt bestimmt 2 Stunden Arbeit erspart. Die Jungs sind schon wieder auf dem Weg. Die müssen alle morgen früh raus zum Arbeiten. Aber schaut mal, was wir hier eben schnell gerockt haben. Alles, was kein Lack abkriegen soll, ist jetzt komplett abgedeckt. Jedes Regal, das Bike bis hinter zu unseren Motoren. Wirklich alles komplett safe. Und das ist auch wichtig, wenn ihr in eurer Garage ohne Kabine und auch ohne Lackierzelt, was wir eigentlich hatten, lackiert, dann solltet ihr auf jeden Fall alles decken, was geht. Denn es wird nebeln und das nicht zu wenig. Und für die Leute, die sich jetzt fragen, warum wir nicht das Lackierzelt aufbauen, dieses Partyzelt von früher, so haben wir ja auch schon hier drinnen lackiert. Das Problem ist, in dem Zelt wäre jetzt stockdunkel. Denn diese Lampen da oben, die haben wir vor einiger Zeit bereits quasi geschlachtet aus dem Zelt und hier zum Filmen aufgehängt. Das heißt, das Zelt ist nicht mehr wirklich einsatzbereit. Deswegen hier in der Halle alles abdecken, dann läuft das auch. Wo wir gerade beim Thema Abdecken sind, auch hier bin ich fast fertig. Nur noch die Frontscheibe und diesen Türgriff, den habe ich aber extra jetzt mal noch freigelassen, um euch zu zeigen, wie die Einstiege aussehen. Denn wir lackieren ja im zusammengebauten Zustand. Und da ist es super wichtig, dass ihr die Einstiege und die ganzen Dichtungen abklebt. Ansonsten macht ihr die Tür auf und ihr werdet definitiv überall Lacknebel hier im Einstieg haben. Und dann sieht das halt super wack aus, wenn hier nur so ein bisschen Farbe drin hängt. Hier zum Beispiel habe ich bewusst eine Kante gelassen, denn wenn die Tür zu ist, sieht man hier ein bisschen rein. Also da möchtest du Farbe. Wo du keine Farbe möchtest, ist alles dahinter. Deswegen sauber abdecken, dann kannst du die Tür zumachen, von außen lackieren und es wird auch, wenn du die Tür aufmachst, einigermaßen clean aussehen. Man hat mir mal gesagt, sauber arbeiten kostet kein Geld. Und ey, was soll ich sagen? Es stimmt. Das hier ist Low Budget. Heißt aber nicht, dass wir pfuschen. Low Budget heißt vielmehr, dass du einfach extrem viel Arbeit reinstecken musst, dass du eben mit den geringen Mitteln ein bestmögliches Ergebnis erzielst. Und ich denke, diese paar Stunden hier beim Abdecken, die man sich extra Zeit nimmt, wenn dann eben nicht der Lack hier überall abblättert oder die Dichtung hier irgendwie mitlackiert ist, das macht extrem viel im Ergebnis aus. Also nimmt euch die Zeit. Es kostet nicht mehr, aber ist natürlich ein bisschen anstrengend. Ich kann euch eins sagen, beim Lackieren dauert alles mindestens doppelt so lang, wie man sich es eigentlich vorgestellt hat. Ich kann das sagen, denn ich bin jetzt nach vielen Stunden endlich fertig. Es ist alles abgedeckt, alles parat, die Halle ist vorbereitet. Jetzt könnte es endlich losgehen mit der Farbe. Einziges Problem ist, es ist mittlerweile 11 Uhr abends. Mit den ganzen Ablüftzeiten und den mehreren Schichten, die ich jetzt hier lackieren müsste, wäre ich wahrscheinlich bis 2:30 oder sogar 3 Uhr morgens hier in der Halle. Und ich bin ganz ehrlich zu euch, aber auch zu mir selbst, ich fühle mich nicht in der Lage, jetzt noch mehrere Stunden konzentriert hier dran zu bleiben, um hier den Lack jetzt draufzusetzen. Es wäre schade um die ganze Vorarbeit, um die ganzen Mühen, wenn ich jetzt Fehler mache. Deswegen habe ich mich entschieden, morgen zurückzukommen. Für euch sind es nur ein paar Sekunden, für mich ein paar Stunden Schlaf und dann fangen wir direkt an, hier die Karre zu lackieren. Ich meine, wir brauchen uns nichts vormachen. Jeder andere hätte hier wahrscheinlich 3 ganze YouTube-Videos aus diesem Lackierprojekt geholt. Ein Video fürs Zerlegen und Schleifen, dann einmal, wie man lackiert und das dritte ist dann der Zusammenbau und wir fahren das Ding ans Licht. Aber ich wollte euch einfach mal in einem Video alles zeigen. Also ich hoffe wirklich, ihr schätzt die Arbeit. Ich bin seit 4, fast 5 Tage dann, bis das Ding wirklich draußen steht, hier am Schuften und das wird komprimiert auf 15 bis 20 Minuten auf YouTube. Also tut mir einen Gefallen. Wenn euch das gefällt, dann liked doch das Video, abonniert den Channel, ganz wichtig, wenn er nicht passiert und schreibt auch fleißig in die Kommentare. Ich freue mich immer extrem von euch zu hören, aber jetzt freue ich mich erstmal extrem auf mein Bett. Dann komme ich morgen wieder zurück, zeige euch auch sofort die Farbe, die ich gewählt habe. Die wird nämlich auch relativ wild dieses Mal und dann legen wir los mit dieser Lackierung. Bis gleich. Herzlich willkommen, Freunde. Nächster Tag. Es ist schon wieder dunkel. Das heißt, es wird trotzdem eine Nachtschicht, aber nicht ganz so spät. Ist alles vorbereitet. Ihr seht, wir haben hier auch noch so Malervlies rund ums Auto verteilt. Aus 2 Gründen. Erster Grund, der Boden wird nicht komplett voll mit Farbe. Zweiter Grund, wir verteilen jetzt hier noch fleißig Wasser auf diesem Teppich, um den Staub ein bisschen zu binden, ne? Quasi kein Staub in der Lackierung oder am besten so wenig Staub wie möglich. Und das schafft man mit viel Wasser am Boden. Das ist der Plan. Geil. Marvin, leg los. Go.
entspannt. Wir haben gesagt, wir machen ganz ruhig. Ja. Chris ist übrigens heute da, wie ihr gemerkt habt. Das heißt, aber, ganz alleine mache ich es nicht. Aber ich habe den wichtigsten Job. Ich sitze genau hier und guck zu. Und vielleicht filmst du noch ein bisschen. Das wäre geil. Schauen wir für mal. Für die Leute. Ja, ich werde tatsächlich selbst lackieren. Chris, habe ich gesagt, er soll nur reingrätschen und stopp schreien, wenn ich wirklich gravierend was falsch mache. Ansonsten learning by doing. Du siehst, wenn du was falsch machst. Spätestens morgen dann. Ich mache jetzt gerade schon was falsch. Eindrücken so. Und umdrehen. Dreht sich das Ding mit. Ah, doch, jetzt. Läuft nichts. Ja, nasse Nassfüller, weiß. Warum? Die Farbe, die ich gewählt habe, die ihr nach diesem Gang hier gleich sehen werdet, wo ich sehr gespannt bin, wie ihr die findet, die deckt richtig schlecht, also nicht gut. Und da wir hier eine rote Motorhaube haben, hier hellen Füller vom Durchschleifen, hier dann wieder schwarz, das würde man durch die Farbe sehen. Deswegen machen wir eine einheitliche Grundierung in weiß und kommen dann erst zur Farbe. Also ein bisschen Geduld noch. Jetzt teste ich erstmal mich langsam ran. Los geht's. Marvin? Darf ich? Viel Spaß. Darf ich? Oh. Eine Ehre. Ja, Freunde, er ist weiß. Die Grundierung bzw. der Nass-in-Nass-Füller ist jetzt überall drauf. Ist auch gottlos, dass ich den Riss einfach gelassen habe, aber das ist halt jetzt, wie es ist. Ist eh unten an der Stoßstange. Naja, es hat alles funktioniert. Chris hat zum Glück nicht eingreifen müssen. Er hat mir hier und da natürlich noch hilfreiche Tipps geben können. Zum Beispiel hier zeige ich euch mal. Ihr seht den Unterschied. Das Seitenteil zu der Tür, da habe ich ein bisschen zu deckend schon gemacht und habe hier auch ganz abrupt an der Tür aufgehört. Man sieht den Übergang hier direkt. Jetzt gleich, wenn ich die Farbe spritze, muss ich das ein bisschen weiter reinsprühen und auslaufen lassen, dass ich dann, wenn ich von der Tür komme, das reinblende, weil du kannst ja nicht in einem die ganze Seite machen. Da ist der Arm nicht lang genug. Das heißt, darauf muss ich achten, dass ich alles super gleichmäßig. Der Lacknebel. Dass ich alles super gleichmäßig hinbekomme, denn die Farbe, die deckt ja auch nicht besonders gut. Und welche Farbe ich hier für dieses Low-Budget-JDM-Projekt ausgesucht habe, das seht ihr jetzt, denn wir mischen uns diese Farbe hier direkt jetzt an. Hier ist unsere Farbe drin. Ich wollte was Knalliges. Es sollte auffallen. Der Civic, der soll dich anschreien quasi mit dieser Lackierung. Und deswegen habe ich mich entschieden für... Alter. Ein super knalliges Rapsgelb. Alter, das ist schon sehr, sehr gelb, Alter. Chris hat mir ein paar Gelbtöne geschickt, die er ganz cool findet. Aber die waren alle so ein bisschen orangelastig. Und ich habe mich dann eher für so ein richtiges Gelb entschieden. Ob das die richtige Entscheidung war, wissen wir beide noch nicht. Aber könnte schon gut kommen. Könnte schon richtig gut kommen. Ich wollte schon lange mal ein gelbes Auto. So, jetzt sehe ich natürlich das 5 zu 1 nicht mehr. Hab ich jetzt genau, super gemacht. Hast du kack gemacht. Hab ich super gemacht, aber ich sehe es von außen. Es ist ja nicht mehr viel. Diese Farbe ist seidenmatt und das ist ein Thema, das gebe ich euch mit. Wenn ihr selbst lackiert, so wie ich, in der Werkstatt, in der Garage, kommt nicht auf die Idee, eine Glanzlackierung zu lackieren. Das wird nicht geil aussehen. Unabhängig davon würdest du nicht nur jedes Staubkorn drin besser sehen, sondern auch jede kleine unebenheitliche Delle, die der Wagen natürlich nach wie vor hat. Mein LB-Käfer, der ist auch seidenmatt, der graue. Und der hat auch seine Ecken und Kanten, aber man sieht es nicht direkt. Das verzeiht viel. Bei seidenmatt, Chris guckt mich schon so an, gibt es natürlich den Faktor, dass du relativ gleich oder sehr gleich mäßig spritzen musst, wie drüben, wo ich euch gerade gezeigt habe, weil wenn du eine Seite dicker spritzt wie die andere, dann glänzt die eine Seite mehr wie die andere. Es ist immer ein zweiklingiges Schwert. Einerseits verzeiht es mehr vom Lack selbst, andererseits musst du beim Lackieren auch sehr gleichmäßig arbeiten. Ich versuche mich daran, mache jetzt hier noch den Härter rein, dann laber ich gar nicht länger, wir wollen vorankommen. Ich mache das Ding jetzt gelb. Viel Spaß. Das ist gelb, Alter. Okay, ja, wir ziehen durch. Ich habe meine Brille mitgenommen mit Kamera drin. Die ziehe ich nachher noch auf, dann kriegt ihr noch ein paar POV-Aufnahmen. Ich am Lackieren, aus meiner Sicht. Bin gespannt, wie es wird. Viel Spaß mit den Aufnahmen. Wir machen das Ding jetzt extrem wild. Pisco. Another chance for the killers. Zwei Bett im Economy-Zimmer. Drei Joints vorm Schlafen wie immer. Ich rauch mich zum Gewinner, Baby, alles wird gut. Kann so weitergehen, kauf mir Rollerblades. Ich bleib nicht stehen. Was? Ich bin im Schlauch reingekommen. Ah! Ah! Auch
wenn's mir scheiße geht, zieh ich mein Ding durch, weil das die Final Wave. Ey, Atlantik, Le Havre im Herbst. Ich ernte gerade Johannisbeeren. Die Sonne steht tief, kalter Sand am Meer. So nah war ich mir selbst schon lang nicht mehr. Die erste Schicht ist drauf und wir haben einen Textmarker gebaut, Freunde. Alter, das knallt ja so anders, dieses Gelb. Ich war sehr nervös, hab mir aber versucht, viel Mühe zu geben und die Tipps von Chris zu befolgen. Es ist nach wie vor hier an den Türen, das sind halt die größten Flächen, super schwierig für mich, das gleichmäßig zu machen. Ihr seht, hier ist es auf jeden Fall noch dunkler wie hier. Das heißt, in der zweiten Schicht, wir lassen es jetzt eine Stunde ablüften, muss ich wirklich versuchen, das komplett gleichmäßig jetzt hier gelb zu bekommen. Denn ja, dann entscheidet sich's, ob das am Ende dann ein gleichmäßig gelbes Auto ist oder ein Fleckenteppich wird. Und idealerweise... Hör auf! Weg mit deinem Filzstift! Jedes Mal. Du mit deinen blöden Konturen. Nein, Freunde, das wird ein cleaner, gelber Civic. Das ist der Plan. Wir gehen jetzt zu Mackie, Kaffee trinken, ablüften lassen. Und beim zweiten Gang versuche ich auch nicht den Schlauch ins Seitenteil zu hauen. Man sieht es zum Glück nicht. Minimal hier ein kleiner, hellerer Fleck. Hoffe ich, dass ich beim zweiten Gang wegkriege. Aber ansonsten, Alter, das knallt ja in der Kamera genauso wie live. Holy shit. Bin gespannt, was ihr zur Farbe sagt. Schreibt übrigens jetzt mal in die Kommentare. Während das ablüftet, habt ihr ja kurz Zeit. Wir trinken Kaffee, ihr schreibt rein. Was sagt ihr zu meiner Farbwahl? Ist mal ein bisschen was Gewagteres. Wir hatten grün und schwarz und beige. Pissgelb, das ist es. Wir sind zurück. Gut gestärkt. Das Ding konnte jetzt eine Stunde ablüften. Ist schon gut matt geworden, aber doch noch recht fleckig. Also ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, aber hier sind noch ein paar dunklere Stellen. Hier an der Tür, wie gesagt. Also jetzt geht's wirklich um alles. Nochmal eine schöne deckende Schicht. Es hat aktuell 2,5, fast 3 Grad. Es ist doch richtig runtergekühlt hier drin. Heizung anmachen ist nicht, ne? Hier mit Feuer und den ganzen Gasen. Also frieren wir. Das Blech ist kalt, uns ist kalt. Wir geben trotzdem unser Bestes. Ich hau jetzt die zweite Schicht drauf. Dann geht's ab nach Hause, ab in die Haier. Ist doch schon wieder nach Mitternacht geworden. Und dann sehen wir uns morgen, wenn das Ding zusammengebaut und rausgefahren wird. Drückt mir die Daumen. Tada! Was sagt ihr? Wenn das mal nicht gelb ist, dann weiß ich auch nicht. Der Plan war, er soll auffallen, er soll euch anschreien und ich denke, das tut die Farbe. Ein Japaner darf ruhig knallig werden, das habe ich mir überlegt. Außerdem meine erste komplett alleine durchgeführte Lackierung vom Zerlegen bis hin zum Schleifen, zum Spachteln, zum Grundieren und Lackieren. Und dafür, ich persönlich bin so 90% zufrieden eigentlich. Also man darf nicht vergessen, ich habe das davor noch nie im Kompletten gemacht. Es ist nicht zu 100% perfekt. Hier an den Ecken und Kanten, wenn da mal nicht genug Gelb reingekommen ist, dann straft dich das halt sofort. Vor allem bei so einer Farbe. Hätte ich jetzt dunkelblau oder schwarz gewählt, dann würde das schon wieder anders aussehen. Nichtsdestotrotz, ich denke, so, wir gehen mal kurz 2 Meter zurück, weil idealerweise haben wir ein 2-Meter-Auto gebaut. So, stehen bleiben. Bam. Perfekt. 2-Meter-Auto. Also ich bin sehr zufrieden, um ehrlich zu sein. Es ist okay. Ich bin ein bisschen kritisch, wenn ich da so Sachen sehe, wo ich denke, hätte ich ein bisschen besser aufgepasst. Aber am Ende, jetzt weiß ich es, man lernt's, learning by doing wie alles. Und ich habe ein Auto lackiert. Und es ist gelb. Und ich bin gespannt, was ihr zur Farbe sagt. Jetzt erlöse ich euch aber. Das Video ist über 5 Tage gegangen. Ich bin froh, wenn es euch gefallen hat. Freue mich über ein Abo und ein Like natürlich. Und schreibt in die Kommentare. Ich lese jedes einzelne. Ich freue mich, von euch zu hören. Bis dahin, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Wir haben nämlich noch ein paar Teile liegen. Und die werdet ihr beim nächsten Mal sehen, wenn es bei dem weitergeht. Das ist noch nicht fertig hier. Außerdem hat Chris ein neues Projekt, habe ich gehört. Scheiße, Digga. Upsi. Es kommt einiges auf euch zu. Also macht es gut. Danke, dass ihr dabei wart. Und ciao. We came to shine here. Watch it look daytime in the night. We bring the vibes here.